Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von ARK Fragezeichen. Ja, wir gehen heute auf die Jagd. Wir brauchen nämlich einen Ankylo und mal schauen, was wir sonst noch so alles in die Finger kriegen. Alles klar, viel Spaß. Ah, tatsächlich. Jetzt ging's sofort. Und ich stecke natürlich im Felsen drin. Super. Okay. Dann lass mal los. Hier ist direkt ein Berg hin. Ich mache jetzt aber das Schild wieder an, ja? Okay. Wir können es doch von unserer Seite auch wieder ausmachen, ne? Ja? Okay. So. Willst du Mammuts jagen? Ich bin gerade voll erschrocken, weil immer wurde es voll laut mit dem Mammut. Da haben wir ein Nashorn oder was soll das sein? Hier sind voll viele Nashörner. Das habe ich noch nie gesehen, das Teil. Die gibt es ja auch noch nicht so lange, ne? Da hinten haben wir einen Aventaris. Können wir sowieso nicht sehen. Was bitte? Können wir sowieso nicht sehen. Ja, das ist klar. Das habe ich auch schon verstanden. Wölfe. Elch. Was sind das? Da hinten Lamas? Oder was soll das sein? Ja, weiblich. Achso. Wobei, Ankylos findet doch man meistens in bergigen Gebieten, ne? Deswegen laufen wir gerade auf den Berg zu. Da hinten kommt Schnee. Mal gerade auf die Map gucken, wo wir überhaupt sind. Ach, okay. Oh, Hauptsache, wir finden das Target wieder. Ja, ach. Ich habe eine gute Orientierung, das kriegen wir hin. Da ist ein T-Rex. Achtung, rechts. So. Ja. Oi. Mitbringen. Okay. Okay, wollen wir den erstmal zähmen? Ja, okay. Hast du Fleisch dabei? Ja, habe ich. Okay. Ansonsten, nee, das hat. Okay, warte mal, dann können wir die Tiere hier stehen lassen. Hier auf den Stein können wir gehen. Achso, willst du tricksen? Ich glaube, da kommt er hoch. Ja, das kann gut sein. Wenn wir da hochkommen. Kann da gar einfach hochlaufen. Ja, genau. So. Muss mal mein Tier irgendwo passiv stellen. Ja, warte, du schießt mir vom Stein auf, ich versuche ein bisschen zu locken hier hin, okay? Okay, warte. Ich muss aber erstmal auf nicht attack your target, neutral, passiv, okay. So. Meine Pfeile. Dann schieße ich mal. Gebt ihr euch meine Pfeile, dass wir noch Pfeile haben. Okay, irgendwas. Ne, der greift jetzt, glaube ich, gerade dann Mammut an. Ne, den Nashorn. Schick mal meine Pfeile auch noch in die in den kleinen Wolf. Okay. Warte mal, dann nähere ich mich dem mal an, damit ich ihn auch treffe. Ja, ich wollte ja zu dir locken. Achso. Er hat gerade mit dem Fleisch zu tun. Von mir leckt gerade. Ja. Ich kann gerade nicht nachladen. Okay, ich habe ihn getroffen. Irgendwie trotzdem nicht auf mich, obwohl ich ein paar Mal gehetet habe. Ja, ganz komisch. Der will lieber sich einen zurechtlecken. Der haut ab. Ich muss ein bisschen blockieren, dass er nicht in die Schlucht verläuft. Ja. Hat er dich gehittet oder was? Nein, er ist einfach die Schlucht gesprungen. Och nö. Oh. Der ist wohl lebensmüde.
ist einfach da unten. Na klasse, lebt er noch? Ja, er lebt noch. Nein, nein, nein! Ich bin runtergefallen. Okay. Lebst du noch? Ja, aber der T-Rex ist jetzt hinter mir. Ah. Hilfe! Hier ist ein Stargate. Aber. Ich lauf mal auf den Stein, kommt der hinterher? Ja, ja. Shit. Problem hast du noch so? Ja, ich muss erstmal was essen. Ich bin halb tot. Ich bin ein bisschen ab. Ich glaube, meine Rüstung hat gut was abgefedert. Nee, Rüstung ist noch heile. Komplett. Hab ich hier eine Klippe, kann ich in den Zeh, wenn wir hier an die Klippe kriegen. Was an die Klippe ziehen? Ja, dass ich ihn an die Klippe locke und dass du da oben von der Klippe aufstehst. Ja, kannst du machen. Er ist gerade abgelenkt, sehr gut. Kann ich schön auf ihn schießen, wenn es denn nicht lecken würde. Na, so. Wo läuft der denn hin? Weg. Hallo, bleib hier. Der will nicht. Na, jetzt kommt er wieder zurück. Ein paar Mal gehittet habe ich ihn jetzt schon. Wie viele Pfeile hast du noch? 29, aber ich habe oben noch welche im Wolf. Soll ich den Wolf mal eben runterholen? Ich hoffe, das geben wir leider. Ja, mach das mal bitte. Das ist eine sehr gute Idee. Ja, jetzt kämpft er gerade hier gegen Flatterviecher. Ich glaube, da ging die nicht. Ich hoffe, dass er bis dahin liegt. Level 130 dauert schon ein bisschen länger, glaube ich. Aber immerhin ist er abgelenkt, das ist schon mal gut. Ich muss nur aufpassen, dass wenn er liegt, dass er dann nicht gefressen wird, ja. Oh, jetzt kommt er hinter mir her. Shit, shit, shit. Jetzt hängt er am Holz fest, sehr gut. Genau da möchte ich dich behalten. Beweg dich bitte nicht. Nein! Also ich habe jetzt noch 13 Pfeile. Ja, ich bin gleich wieder dran, ein Wolf läuft mir hinterher. Okay. Oh, jetzt ist er direkt hinter mir. Oder direkt vor mir. Jetzt läuft er wieder weg. Jetzt weiß er nicht, was er machen soll. Jetzt dreht er sich im Kreis. Der weiß auch nicht so recht. Kein Wunder, dass die Tiere ausgestorben sind. Na. Jetzt geht er auf mich drauf. 7 Pfeile noch? Dein Wolf ist irgendwie nicht hinterhergesprungen. Ich war oben auf der Klippe und er ist nicht hinterhergesprungen. Ich habe ihn aber auf neutral gestellt, also der folgte mir nicht. Der steht noch oben auf dem. Ich habe ihn ja auf folgende Pfeile gefunden, aber dann ist er mir irgendwie nicht gefolgt. Ah, ich sehe ihn. Der bleibt mal. Der ist hier unten in einer Klippe. Okay. Lol, was macht der denn da? Übelst laggy gerade. Ich muss mir erstmal was zu essen rausholen hier irgendwo. Ich weiß nicht, hast du was dabei? Weil ja. Ich habe kaum noch Fleisch. Nee, gar kein Fleisch mehr. Ja, ich habe noch was. Ich leg's in meinen Wolf. Jo. Wo ist denn jetzt der T-Rex? Der ist immer noch da unten. Ich nehme mir jetzt erstmal Fleisch raus. Zack. So. Lass die Würfel mal hier stehen aufpassen. Ich lass einmal hier stehen aufpassen. Gut, ich habe zwar nicht verstanden, was du gesagt hast, aber ja. Ich
Lass deinen Wolf da stehen auf Passen. Okay. So, der T-Rex, der beißt sich gerade in so einem Schweinchen fest. Was ist das denn? Lol, was machst du da? Versuchen wir, dich auf mich zu locken. Meine Güte, was hält der denn alles aus? Level 130. Ja, trotzdem. Das waren jetzt schon über 60 Pfeile. Gut, vielleicht mit 40 getroffen, wenn es hochkam. Jetzt geht er gegen die Kuh. Jetzt kommt's, die Kuh macht ihn fertig. Die ist Level 300. Die Kuh ist tot. Ja. Na, nee. Noch ist sie ziemlich lebendig. Was ist jetzt mit dem Rex? Ja, den versuchen wir gerade zu zähmen. Beziehungsweise erstmal zu betäuben. Der hat schon 1000 Pfeile hinten in seinem Arsch stecken. Ich kann dir jetzt leider gerade nicht helfen. Ich habe keine Pfeile gerade. Ja, nicht schlimm. Das stackt ja eh nicht. Also, wenn ich schieße, kannst du nicht in der gleichen Zeit schießen. Ich mal ein bisschen in die Viecher kommen. Jo, danke. Ich meine, ich finde schon mal ganz gut, dass der ein bisschen abgelenkt ist hier von den Viechern. Dass er nicht direkt auf mich geht. Jetzt geht er auf mich. Ich habe nichts gesagt. Das Fleisch war ihm nicht gut genug. Von der Kuh. Ja, planscht da wieder ein bisschen im Sumpf rum. Komm her jetzt. Jetzt läuft er weg. Mann. Ich hab vielleicht nicht erfasst, wenn er wegläuft. Das Problem ist, ich weiß jetzt nicht, ob da Piranhas drin sind. Oder sonst irgendwas. Vielleicht kriege ich ja Malaria. Ah, jetzt kommt er zu mir. Ja, komm. Komm, 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 komm. Ja. Schön zum. Nein, ich hänge fest. Ah. Der hängt fest. Ja. Na, jetzt nicht mehr. Oh, es leckt gerade. Der steht genau vor dir. Ja, ich versuche gerade mich hier wegzulecken. Gar nicht so einfach. Wie viel Leben hast du noch? Ach, voll. Mal schön am Arsch bleiben. Wie viele Pfeile noch? 60. Aber die Armbrust ist gleich kaputt. Das ist viel schlimmer. Dann gebe ich dir gleich meine. Jo. Pack sie in deinen Wolf, dann nehme ich sie mir raus. Ja. Hast du? Ja, links drin. Okay, ja, dann lauf nicht weg. So, wo bist du? Ach da. Ja, leck und so. So. Ach, jetzt ist er kaputt. Neue, wo haben wir sie? Zack. Au. Muss mal was essen. Er hat den Pfeil genau in der Lippe stecken, lol. In deinem Leben knapp. Ach, geht noch voll. Ab in den Hals rein. Oh, der ging vorbei. Komm, Rex. Gib auf.
Schlaf ein. Guck mal, ich tanze mit ihm. So, wir nehmen das Timing von der Crew, das ist echt gut. Jo. Ah, er liegt. Okay, ich komme mit dem Prime. Jo. Ich pack erstmal. Haben wir Nako? Ah, ich hab ein bisschen Nako dabei. Brauchen wir wahrscheinlich eh nicht, das geht ja so schnell mit dem Team. Ja, noch hat er genug Turbo. Das Prime ist drin. Ich nehme mal das Gammelfleisch raus. So, jetzt fängt es natürlich an zu regnen. Das ist ja schön. So, wo ist eigentlich der andere Wolf, der Weiße? Der stand da vorhin, wo wir ja die Pfeile gegeben haben. Ja, ja, ich hol ihn mal. Du kannst dich ja jetzt erstmal um den Rex kümmern. Ich bin schon bei 3/4. Was, so schnell? Ja, ein Prime oder ist bei 3/4. Achso, die Zähmrate wurde ja erhöht, ne? Ja. So, wir stellen den erstmal jetzt zurück auf My Target. Oder, ne, das hast du schon gemacht, ne? Ich glaub schon. Right. So. Das Gate, was da steht, das ist nicht unseres, ne? Nein. Kannst du mal gucken, von wem das ist? Ja, mach ich mal eben. Tamed Rex. Da ich das mit dem Charakter hier noch nie gemacht habe, habe ich gerade einen Insta gekriegt, so einen Zettel. Wie soll man ihn nennen? Ich guck mal, ist er männlich oder weiblich. Was hat denn der an Werten? Habe ich gar nicht drauf geachtet. 6400 Leben, 250 Mini-Damage, 1700 Stamina. Okay. Von Imperium ist das Gate. Okay. Warte, ich guck's mir mal gerade an. Kriegen wir den denn durchs Gate ohne Einsattel? Ja, wir müssen ihn einfach folgen. Okay. So, schauen wir mal. 6400 Health, ja, das ist ja nicht sonderlich viel. Stamina 1700 ist gut, ne? Glaube ich, war das? Ja. Weiß gerade gar nicht. Mini-Damage, naja, gut. 240 ist jetzt nicht so berauschend. Movement Speed ist gleich. Ja, aber 31.000 Turbo. Anfang. Also 31 Turbo ist, finde ich, gut. Gut, dann, ja, gut, dann würde ich sagen. Wollen wir noch weiter nach einem Füller suchen oder den erstmal nach Hause bringen? Erstmal den Rex nach Hause bringen. Ja, schick ihn erstmal nach Hause. Genau. Okay. Muss ich mich erstmal orientieren. Wo sind wir denn gerade? Der hinten war gleich wieder auf, wo wir vorhin hochgegangen sind. Oh, es leckt bei mir gerade. So, jetzt. Irgendwo hier schräg unten. Was? Müsste irgendwo hier schräg unten sein. Ja, ich glaube an den beiden Felsen da hinten, ne? Auf jeden Fall in der Nähe vom Eisenturm. Hier geht's runter. Boah. Was, hier geht's runter? Da war eine Kiste, ich bin einfach runtergefallen. So. So, schauen wir mal, ob das hier ist. Ich glaube, das war hier irgendwo. Weil dadurch, dass ich da runtergesprungen bin von der Klippe, ja, ich ein bisschen meine Orientierung verloren. Aber wir waren ziemlich nah am Wasser, also müsste es da hinten sein. Da war auch ein Eisberg in der Nähe. Ja, genau. Deswegen, ich denke mal hier runter. Und dann irgendwo hier rechts an der Seite. Wo bist du gerade? Ich bin schon vor am Strand. Am Strand, okay. Also am Strand vor dieser Eisinsel. Ja. Jo, gucken wir mal. Mir war so, dass es hier irgendwo war. Hier ist es nicht. Ja, aber das war doch hier, oder nicht? Bin ich blöd? Mir war so, dass es hier war.
Ja, ich glaube, ich bin da. Ich sehe den Spino, wo wir vorhin waren. Ja, ich bin da. Du siehst den Spino schon? Ich bin genau neben dem Spino bei unserem Stargate. Okay, warte, dann komme ich mal. Ach, da hinten. Ah, okay, ich war eine Ebene höher. Hier, guck mal, ich bin hier oben. Jo, dann wir mal das Gate. Okay, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Wir haben leider kein Ankylo gefunden, aber dafür ein T-Rex, auch geil. Also ich würde sagen, bis zur nächsten Folge. Ciao.